Servus, liebe Freunde. Wir starten den Helfer und da müssen wir jetzt auch so... Na? Darfst... Warum will er jetzt nicht? Ach, der hat gedacht, das wäre zu Ende. Ja, er hat es nicht richtig erkannt, das Ganze. Okay, hab eben schon einen Schreck gekriegt. Und ja, wir werden jetzt mal uns mit dem Traktor hier rantasten. Das heißt, wir sind ja jetzt hier oben. Der kommt uns, glaube ich, jetzt da entgegen, wenn ich das richtig sehe. Ja, der müsste uns jetzt da oben gleich entgegenkommen. Da ist er auch schon. Und dann werden wir jetzt mal gucken, wie es am besten sein wird, hier das Feld zu verändern. Denn das möchte ich nach Möglichkeit vor der nächsten Einsaat machen. Der Knabe ist ja schon ganz gut dabei. Denn dann können wir auch gleich gucken unten, ob sich das lohnt, sozusagen die ganze Spur zu bereinigen oder nur ein Teil. Vielleicht klappt das ja hier ganz gut. Das werden wir jetzt mal uns anschauen. Wir tanken den natürlich während der Fahrt hier gleich ab. Dann kann der nämlich auch schneller durchfahren. Ihr seht hier unten, der Streifen ist deutlich breiter. Da müssen wir jetzt mal gucken, was dabei rumkommt. Also das, was sozusagen dann stehen bleibt, das können wir getrost wegnehmen. Und das sehen wir auch auf alle Fälle, wenn wir dann auf dem Weg nach oben sind. Ja, und unser Kipper füllt sich und füllt sich und füllt sich. Das ist richtig cool. Allerdings nicht ganz so cool, weil er jetzt gerade ein bisschen langsamer geworden ist. Kann also auch die Geschwindigkeit irgendwie nicht so richtig halten. So, jetzt ist er leer. Das ist optimal. Wir kaufen allerdings jetzt mal schnell noch unsere Tierchen. Denn das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und werden jetzt mal gerade, während er hier dreht, auf der Seite mit aufspringen. Und das Ganze jetzt mal hier verfolgen. Wir schauen jetzt mal. Also hier ist ja klar, ist ja gar kein Problem. Aber oben, denke ich mal, wird es jetzt langsam eng. Und da müssen wir jetzt gucken. Also hier beginnt dann der breitere Teil. Den Bereich da hinten mache ich definitiv weg. Weil das wird, wie gesagt, ein bisschen blöd. Allerdings müssen wir jetzt erstmal gucken, wie es da oben dann aussieht. Was wir da noch stehen haben. Im Moment ist das ja noch ein ganz schön breites Stück. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir gucken gerade mal auf der Karte, ja. Kommen jetzt gleich an den Bereich, wo es dann sozusagen wieder die Ausbuchtung endet. Und da müssen wir mal gucken, wo die Ausbuchtung genau endet. Wie viel wir dann noch übrig haben. Da kommt der Bereich. Ja, und ihr seht schon, also hier kriegen wir das noch so weit hin. Das heißt, das könnte er dann sozusagen als schmalen Streifen noch perfekt zum Abschluss bringen. Das ist also kein Thema. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier die Verlängerung, wo er dann auf der Rückseite fährt und werden dann da weiter das Feld beenden. Gut, während der jetzt hier fährt, machen wir mal eins. Ich habe ja irgendwo schon die Sämaschine stehen, genau. Und mit der werden wir jetzt schon mal darüber fahren. Weil, wie gesagt, ich möchte das nach Möglichkeit nicht zu knapp um die Kurve fahren. Dann könnte es sein, dass das Maschinchen umkippt. Mann, lern es doch mal, Solaris. Lern es doch mal. So, wir fahren jetzt mal hier hoch, gucken uns das gleich an. Dann können wir nämlich auch gleich gucken, wo der Mähdrescher hier sozusagen seine Spur zieht. Gucken hier, fahren wir mal vorsichtig durch. Nein, Schrank können wir zulassen. Da möchte ich nicht vorbei. Klappen den Kollegen auch schon mal auf. Denn ich will jetzt nur mal so ungefähr dann die Spur wissen, wo wir dann hin müssen. Okay, das sieht soweit schon mal ganz okay aus. Hier könnte man natürlich auch noch verbreitern, aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Das wird sich also nicht lohnen. Aber dann die Spur im Prinzip, wo er dann sozusagen durch ist, da werden wir mal gucken. Ich meine, von der Erntefunktion sieht es ja ganz gut aus. Vielleicht klappt das ja mit dem großen Drescher doch besser als gedacht. Das werden wir jetzt mal beobachten. Ach, ich mache das anders. Wir springen mal in den Mähdrescher. Ui, der hat aber ein ganz schönes Tempo drauf. Da kommen wir kaum hinterher. Puh, ja, schnell mal gespurtet. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal genau an. Denn ich glaube, wenn wir jetzt unten sind, haben wir dann das Problem, die Spur ist fertig, aber dann geht nichts mehr. Das werden wir jetzt nochmal sehen. Wenn er unten natürlich jetzt nochmal dreht, ne, dann hätten wir das Problem nur bei der Einsaat, dann könnten wir das vielleicht ja doch so lassen. Die andere Überlegung ist natürlich, wenn wir dann einen noch größeren Mähdrescher haben, dann haben wir ja eine andere Arbeitsbreite.
Wäre also vielleicht noch gar nicht taktisch so sinnvoll, das jetzt schon zu machen, sondern vielleicht dann zu warten, bis wir den ganz großen Mähdrescher haben. So, der ist jetzt gleich voll, das ist eigentlich doof. Aber gut, wir bleiben jetzt mal dran, mal gucken, vielleicht kriegen wir da jetzt das noch zu sehen. Nee, bringt nichts. So, einmal hier vorbei, denn der fährt ja jetzt die Reihe sowieso komplett durch. Also hier nach unten haben wir im Moment noch nichts. Ja gut, es wäre höchstens eine Breite, aber ihr seht ja, der nimmt hier nochmal richtig schön mit. So, und dann können wir eigentlich auch gleich gucken, was er dann oben stehen lässt. Also das interessiert mich jetzt, wie gesagt, und wenn wir die größere Arbeitsbreite haben, ist es vielleicht doch besser zu warten, bis wir den ganz großen haben. Denn dann ändert sich das ja auch nochmal ein bisschen, auch von der Spurverteilung her, tut sich da ja nochmal ein wenig was. Naja gut, dann lassen wir das Feld doch erstmal so, wie es ist. Das Einzige, was ich am Überlegen bin, ist unten diesen einen schmalen Querstreifen vielleicht zu ändern. Aber auch da warten wir erstmal auf den großen Mähdrescher. Ich glaube, das andere hat keinen Sinn, wenn wir da jetzt schon anfangen mit. So, und jetzt habe ich natürlich mich mit der Condor blöd hingestellt. Weil die steht, glaube ich, jetzt etwas im Weg. Oder kann er da noch drehen? Das müssen wir jetzt mal beobachten. So, und hier nimmt er nämlich jetzt dann doch den Streifen mit. Also mit der großen Maschine funktioniert das wohl doch. Dann ist das gar nicht mal so übel. So, jetzt kann er nämlich drehen. Aber ich glaube, unten bleibt er dann hängen. Ja, unten bleibt er hängen. Gut, aber wie gesagt, das müssen wir dann gucken, wenn es, wie gesagt, so weit kommt, dass wir dann dementsprechend mit dem großen Gerät... Na, lass mich da mal durch... ran müssen. Da machen wir jetzt noch nichts mit dem Kleinen, sonst ärgern wir uns später wieder. Also nur keine übertriebene Hast. Wir bleiben da jetzt ein wenig geduldig und werden in dem Sinne hier jetzt schon mal ein bisschen vorantreiben. Gucken, da unten haben wir die Düngemaschine, den Düngestreuer. Da würde ich nämlich ganz gerne mit dem Düngestreuer vorausfahren und mit der Sämaschine dann hinterher. Das müsste, glaube ich, dann hinhauen. Ja. Das machen wir auch so. Jetzt gucken wir hier nochmal. Das ist das, was ich meinte. Denn der bleibt jetzt unten stehen und kommt natürlich nicht mehr zurück. Ja, und der Streifen hier links ist dann sozusagen tot. Und das Ganze haben wir bei der Einsaat ja auch. Allerdings, wie gesagt, wenn der Breite da ist, der hat ja nochmal ein bisschen mehr Arbeitsbreite. Vielleicht haben wir dann noch ein bisschen mehr Spielraum. Das warten wir dann doch nochmal ein bisschen ab. Die 1-2 Mal kriegen wir jetzt bis dato noch hin. So, und jetzt sagt er nämlich Edge, ich bin fertig. So, das ist das Problem. Das heißt, wir schwenken gleich mal durch. Die andere Überlegung wäre natürlich, ob wir vielleicht hier oben an der kleinen Ecke mit dem Ernten anfangen. Das können wir jetzt mal kurz antesten. Müssen ja alle Möglichkeiten durchgehen, bevor wir hier irgendwelche Korrekturen durchführen. Und dann später sagen, ach du Depp, hättest du mal von der anderen Seite probiert, wäre das doch gleich gegangen. Also werden wir hier jetzt mal direkt loslegen. Dann kann der Helfer hier mal starten. So. Und ja, vom Füllstand her dürfte es kein Problem sein. Ist jetzt, wie gesagt, nur noch dieses in Anführungszeichen kleine Stück. Wobei das natürlich auch schon ziemlich groß ist. Also dieses kleine Stückel, was wir da noch haben, ist, denke ich mal, so groß wie ungefähr, ja, Feld 15, 16 aus Hagenstedt, so in der Kombi. Also das hat schon einiges an Fläche. Aber... wir schauen jetzt erstmal, wie er sich hier anstellt, ob das vielleicht der bessere Weg ist, von der Seite zu starten. Wir müssen ja auch dann gucken, wie er dann da den Übergang hinkriegt. Ich meine, hier vorne ist ja alles soweit erstmal kein Problem. So, und hier ist im Prinzip der kürzere Weg. Ja, kann man jetzt so noch nicht sagen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Dann nutzen wir die Gelegenheit, werden mal kurz unseren Kipper hier schnappen und werden dann noch mal ein bisschen mit abtanken. Denn, ja, dann kriegen wir das wunderbar unter. Und so wie ich das sehe, müssen wir dann eh uns was einfallen lassen, weil der Kipper wird definitiv nochmal voll. Ja gut, den Rest kann er ja im Prinzip dann sozusagen eigentlich gerade selber mitbringen. Wir müssen dann eh zum Feld 16, das ist als nächstes erntereif. Da wird ja der Weizen wieder fällig. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegen wir das sogar noch während der großen Nachfrage des Weizens hin. Könnten wir da auch noch ein bisschen extra Kohle scheffeln. So, wir machen aber jetzt erstmal hier ein bisschen leerer. Und dann schauen wir mal. Ja, das ist blöd. Bergauf schafft's der einfach nicht. Also, Mann. Eigentlich schade, ne?
War so vielversprechend, 240 PS und alles drum und dran, das hätte sich doch mal richtig gelohnt, aber irgendwie will der Kollege nicht unbedingt so, wie wir das wollen. So, und jetzt haben wir hier eigentlich den schon voll. Das heißt, dann machen wir doch auch gar nicht lang rum, sondern fahren den direkt runter. So, fahren hier quer rüber und bringen das mal gleich ins Silo rein. Dann haben wir das nämlich auch weg. Und ja, der Mähdrescher kann in der Zeit mal da unten weiterfahren. Wir werden uns dann das Ergebnis gleich mal angucken, ob es wie gesagt sinnvoller ist, von der Seite zu beginnen. Unten muss er sowieso nochmal drehen. Dann ist nur die Frage, schafft er das dann auf dem kurzen Querstück oder lässt er da dann was stehen? Das ist nämlich die Überlegung. Wenn er es natürlich so richtig rum hinkriegt, wäre das natürlich optimal. Da wäre auch die Überlegung, vielleicht da oben mit der Condor anzufangen. Dann könnte die vielleicht von da aus auch besser ansehen. Müssen wir auch mal probieren. Wäre also doch nochmal ein Versuch wert. Ja, und das werden wir auch dann gleich nochmal probieren. Allerdings würde ich sagen, wir drehen jetzt schon mal die Zeit ein wenig vor. Denn ich möchte mal wieder ins Helle rein. Wir haben jetzt so viele Folgen schon wieder im Dunkeln gedreht hier. Da sollten wir mal schauen, dass wir auch mal wieder ein bisschen Licht hier reinbringen. So, wir gucken mal ganz schnell, was der Mähdrescher macht. In der Zeit kann ja das andere sich ins Silo entladen. Da schauen wir auch mal in die Statistik, wie es da aussieht. Denn es füllt sich bombig. Ne? Wir sind bei 180.000 Liter schon. So, und jetzt lassen wir mal das Ganze hochrechnen. Wir sind jetzt gleich da unten angekommen, an dem Eck, auf das es ankommt. Mit dem Start von hier. Nee, das würde also auch nicht hinhauen, denn ja, da fehlt noch ein Eckchen. Das heißt, da unten würde er trotzdem eine halbe Spur stehen lassen fast. Das ist also nicht so gut. Wir gucken jetzt zwar nochmal in der Verlängerung, wenn er gedreht hat, aber ich glaube, das wird so auch nicht perfekt. Gucken, wie weit er da rangeht. Oh, obwohl... Nee. Ja, doch, das würde sogar passen. Er würde also im Prinzip da unten... Würde er nach unten dann weiter mähen, beziehungsweise ernten. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es oben aussieht, wenn er jetzt oben dreht. Das ist nämlich auch nochmal der zweite Knackpunkt. Wenn er da natürlich dreht und sozusagen die gesamte Spur nicht mitnimmt, dann wäre es eine gute Option, von hier oben, von der Ecke an der Molkerei am Autokino da anzufangen. Dann hätten wir das Problem nämlich auch eigentlich so gelöst und bräuchten unser Feld gar nicht verkleinern. Das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Ist nur die Frage, wenn er jetzt runterfährt und dann wieder hoch, ob er nach oben alles kriegt. Das probieren wir mit der nächsten Ernte jetzt mal aus. Wenn ich Glück habe, dreht er sogar jetzt nochmal. Nee, er ist fertig. So, jetzt sagen wir mal einfach, er würde nochmal drehen. Dass wir mal gucken von der Breite, wo wir dann hinkämen. Ich drehe jetzt natürlich anders als der, aber nur mal um zu schauen, ob das passen würde. So würde der dann loslegen. Ja, nee, dann würde der wahrscheinlich hängen bleiben. Aber da ist doch noch Textur. Ich versuche jetzt mal. Nee, das will er nicht. Okay. Also, das würde auch nicht unbedingt was bringen. Versuchen könnten wir es mal. Das wäre vielleicht mal eine Option. Also ich will auf alle Fälle auch da mal probieren, hier oben anzusehen mit der Condor. Vielleicht macht das ja doch ein bisschen mehr Sinn. Wir gucken mal, wie die Condor sich dann an der Ecke schlägt. Wir werden uns jetzt erstmal in Richtung unseres Hofes wieder orientieren, denn wir müssen danach eh zum Feld 16. Und ja, wenn die Einsaat dann in der nächsten Folge losgeht, werden wir definitiv auch wieder im Hellen sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich sehe noch was, was wir da machen müssen, nämlich die Schafwolle. Die Palette ist voll. Ja, das heißt, es gibt wieder Spaß mit dem Knicklenker. Da können wir uns dann auch wieder auf was freuen. In diesem Sinne schalte ich aber jetzt mal die Zeit langsam runter. Ich denke, es wird langsam hell genug werden. Denn ich will natürlich auch nicht zu viel Zeitverlust bei den Schafen. So, außerdem müssen wir ja auch noch gucken, wie es dann aussieht mit der Ernte vom Feld 16. Vielleicht kriegen wir, wie gesagt, den Weizen noch zu einem guten Preis weg. Da würde ich auch sagen, gucken wir jetzt gleich mal drauf. Ja, der bewegt sich natürlich schon gemächlich. Wenn wir hier fürs Feld 14 den großen dann hätten, den ganz großen, könnten wir den für 14 und 19 einsetzen. Das wäre gut. Und 16, 17 den kleinen Case. Ich glaube, so werden wir das auch machen. Wir gucken mal hier rüber. Das sieht erntereif aus. Halt,
Ja, es ist erntereif. So, das ist schon mal der erste Vorteil. Und wir gucken jetzt noch mal schnell in die Preise. Nein, ich soll doch die richtige Taste drücken. So, Preise. Denn da haben wir ja, keine große Nachfrage mehr. Gut, dann hat sich das mit dem Weizen erledigt. Ist aber auch kein Problem. So, in der nächsten Folge werden wir dann, wie gesagt, aber uns ans Feld 16 machen. Lassen da schon mal den Mähdrescher loslaufen. Vorher müssen wir natürlich hier den Raps noch ein wenig, ja, loswerden. Da haben wir hier unten den Kipper noch stehen. Ist die Frage, ob wir das so, wie er da jetzt geparkt ist, hinkriegen. Oder ob wir den noch mal ein bisschen umrangieren müssen. Das werden wir aber in der nächsten Folge dann genau sehen. Dann kümmern wir uns natürlich um die Neueinsaat Feld 14. Das wird auch dann das letzte Mal düngen mit der 40 Meter Kombi. Das heißt, die können wir dann vielleicht auch in der nächsten Folge schon eintauschen. Also da erwartet uns viel. Wir haben viel zu tun. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, ihr bleibt da auch mit am Ball. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ja, und das sieht ganz gut aus. Servus und tschüss.